Es sind nur wenige Sekunden, in denen die Athleten zeigen können, wofür sie monatelang, mitunter auch jahrelang trainiert haben. Sekunden, die dann aber ausgefüllt sind mit Akrobatik, mit Athletik und außergewöhnlichen Leistungen. Turm- und Wasserspringen sind heute unsere Themen. Und mich erstaunt es ja immer mehr, liebe Zuschauer, wie mutig die Athleten und Athletinnen hier runtergehen. Ob nun von 5 Meter oder hier gerade von 7,5. Manche springen sogar von 10 Metern mit Salto gehockt oder gehechtet. Hier erleben wir es gerade live, um sich dann halt wieder kurz vorm Eintauchen ganz sauber in die Länge zu strecken und das Wasser platscht gar nicht so richtig. Das machen hier sogar die Freizeitsportler hier beim Berliner TSC in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark. Die lernen wir später auch noch kennen. Ich mache mich jetzt aber erstmal auf die Suche nach dem ganz großen Meister. Das ist Gold. Da brauchen wir die Noten noch gar nicht im Detail sehen. Das wissen Sie, das weiß auch die Familie. 2014 bei der Europameisterschaft in seiner Heimatstadt Berlin gewinnt Patrick Hausting gleich dreimal Gold, erhöht damit seine Sammlung auf 11 EM-Goldmedaillen. Der 25-Jährige ist ein Allrounder, springt vom 10-Meter-Turm und vom 3-Meter-Brett. 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking gewinnt er Silber. Weltmeister ist der Sportsoldat auch und ab und an reizen ihn auch die Klippen von Acapulco. Und keiner springt solche Dreifachsaltos aus der kalten Küche. Es wird geübt in der Trockensprunghalle. Und hier haben wir Patrick Hausting gefunden. Hallo Patrick. Hallo. Ja, du hast mich gefunden, würde ich gleich mal sagen, und mich eingeschnallt. Was ist das für ein Gerät? Das Ding nennt sich eine Salto-Drehanlage. Dort simulieren wir Orientierungsübungen, üben die 3,5, 4,5 Salto vor, um die dann im Wasser so ein bisschen schon mit Gefühl trainieren zu können. Ich kann dir gerne mal zeigen, wie das geht. Ja, gerne. Wir üben jetzt mal einen 3,5 Salto vorwärts gehockt. Ja? Dreifach. Genau, 3,5. So ähnlich. Und los geht's. Was mache ich dann überhaupt? Einfach eine Dreh. Boah, zwei. Und eintauchen. Zack. Und das ist das Mikro. Funktioniert es trotzdem noch, dann machen wir einfach weiter. Mir stehen die Haare zu Berge, das Blut ist wahrscheinlich auch hier überall. Mir läuft der Schweiß, obwohl ich nichts gemacht habe. Das heißt, wie lange übt man an solchen Geräten, bevor man solche Übungen dann vielleicht erst auf den Zehner zeigt? Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir haben schon ein paar Jahre da drin verbracht. Mittlerweile bin ich ein bisschen zu alt und ein bisschen zu groß für das Gerät. Aber ich bin auch ein erfahrener Springer. Die jungen Sportler und aufstrebenden Talente nutzen das natürlich sehr häufig. Ja, ja, geniale Übung. Patrick, kann man sich so ein Gerät auch für zu Hause anschaffen? So als Spielmobil, vielleicht für die Kinder? Kann man rein theoretisch schon, aber auf Dauer, glaube ich, wird das vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Man wird übermütig und man sollte das schon in professionellen Händen lassen. Ja, ich bin wirklich beeindruckt. Vielen Dank für die kleine Vorführung. Ja, und was muss man noch haben, um ein guter Wasserspringer zu werden? Na ja, klar, viel Orientierungssinn, aber man muss auch ordentlich Kraft üben und Körpertechnik. Und das lernt man am besten beim Ballett und da habe ich meine nächste Verabredung. Jawohl! Nora Subschinski lernt beim Berliner TSC das Einmaleins des Wasserspringens. Das Ausnahmetalent ist mit 16 Jahren die jüngste deutsche Olympiateilnehmerin 2004 in Athen. Inzwischen hat sie 11 EM-Medaillen gesammelt. 4 goldene sind dabei. Die 26-Jährige ist Sportsoldatin bei der Bundeswehr. Und bei so viel Irrungen und Wirrungen braucht man natürlich unwahrscheinlich viel Orientierungsvermögen und Körperbewusstsein. Nora Subschinski lernt sowas zum Beispiel beim Ballett. Wir stören Sie gerade, denn die Landsberger Halle hier hat auch einen Ballettraum. Nora, wie oft machen Sie Ballett? Kommen Sie ruhig ein Stückchen zu mir. Ja, also am Anfang des Trainingsjahres machen wir schon 2 Einheiten Balletttraining, dann zum Wettkämpfen hin, dann muss noch eine oder lassen es dann mal ganz sein. Ja. Und sind das klassische Ballettübungen oder sind die Übungen abgestimmt auf das Wasserspringen? Es sind schon klassische Übungen und vom klassischen Ballett, weil das hilft uns halt für die Koordination der Sprünge, um Gleichgewicht zu halten, Balance, Rhythmusgefühl. Also es ist für uns schon sehr wichtig und natürlich auch sehr abwechslungsreich, dass man ein bisschen Abwechslung ins Training kommt. Ja, das heißt, Sie machen das gern? Ja, es macht schon Spaß, dass man auch mal von anderen Sportarten sieht, was man dort macht. Genießt man eigentlich auch diese Sprünge oder gibt es im Wettkampf keine Zeit dazu? Also beim Training genießt man das schon, dieses Gefühl vom freien Fall und dieses Fliegen und wie man so schön sagt, wie ein Vogel frei zu sein. Aber im Wettkampf ist man so konzentriert, dass man da jetzt nicht so viel Zeit darüber hat, um nachzudenken, wie der Sprung funktioniert. Das ist so automatisiert und man ist so konzentriert, dass man
das dann im Wettkampf nicht realisiert, aber dann danach, wenn man die Sprünge nochmal sieht, ist das dann nochmal so ein Glücksgefühl. Ja, apropos Glücksgefühl, vielen Dank Nora erstmal, Sie können gerne weitermachen. Ja, es gibt auch Wasserspringer, die machen ihren Sport aus reinstem Vergnügen. Hier zum Beispiel auch beim Berliner TSC, hier gibt es eine Truppe, die nennen sich die Wilden Springer. Sie gehören zu jeder zünftigen Wassersprunggala, die Wilden Springer. Eine bunte Truppe zumeist ehemaliger Aktiver und Trainer. Ein buntes Showprogramm aus zumeist schwindelerregender Höhe, Akrobatik in Kostümen mit Requisiten und jeder Menge Mut. Es macht sehr Spaß, kann aber auch sehr wehtun. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das machen würde. Gegründet haben sich die Wilden Springer offiziell 1972. Seitdem sind sie gern gesehene Gäste auf Poolpartys aller Art, wie hier 1983 im Waldstrandbad Großschöna in der Oberlausitz. Die Ursprünge der Wilden Springerei reichen sogar noch viel weiter zurück. Früher war es so, da gab es also gleich, sagen wir mal, nach dem Krieg haben angefangen Motorgolis Nord, der Verein. Und das waren nur so ein paar verrückte Springer. Und die haben das wilde Springen gemacht. Die haben da Feuersprünge ins Wasser gemacht und alles sowas, ja. Und dann ist eine ganze Menge hängen geblieben. Dann hat von uns eine große Truppe das mal übernommen, Anfang der 60er Jahre insgesamt, und auf ein anderes Niveau gebracht. Es gab schon unzählige spektakuläre Auftritte, wie hier 1986 in einer Unterhaltungssendung aus dem Sportunterholungszentrum Berlin. Oder 1988 aus dem Freibad in Brandenburg an der Havel. Heute tourt die deutschlandweit einmalige Show kreuz und quer durchs ganze Land. Motto: immer locker und spontan bleiben. Das Training ist immer eine Vorführung. Ein wilder Springer trainiert überhaupt nicht gern. Ja. Der braucht so ein bisschen Stimmung, der braucht sein Publikum und dann geht er darin auf. Also Training, wir haben vieles versucht, weil es gibt gewisse Elemente, die heute nicht mehr gemacht werden, wo ich immer sage, Leute, das müssen wir aber mal trainieren, das müssen wir einfach mal machen. Aber da hat Kinder einen richtigen Bock zu. Ohne Training? Kaum zu glauben. Hier sind waschechte Profis am Werk. Die Poolparty der Wilden Springer, ein feuchtfröhliches Unterhaltungsprogramm am und im Wasser. Die Wilden Springer vom Berliner TSC. Zu denen zählt Delia Littmann nicht, obwohl sie kann auch nicht aufhören mit ihrem Lieblingssport. Warum nicht? Naja, das, was man von Kindheit an gelernt hat und betrieben hat, macht man dann auch gerne im Alter noch weiter, weil man es ja eigentlich noch ganz gut kann. Ja, wir müssen unseren Zuschauern verraten, dass Sie 1964 in Tokio bei den Olympischen Spielen war, 1966 Vize-Europameisterin vom 3-Meter-Brett war. Und vorhin haben wir Sie beim Training mal gesehen, da haben wir, sehen wir jetzt auch gerade, einen Delfin-Kopfsprung, perfekt immer noch. Wie oft trainieren Sie? Einmal wöchentlich hier in der Landsberger Allee in der Sprunghalle und wenn es klappt, vielleicht auch zweimal. Würden Sie Altersgenossinnen, Sie sind 67 Jahre jung, wir haben es verraten, überhaupt Turmspringen oder Wasserspringen empfehlen? Und wo kann man das beim Berliner TSC machen? Ja, beim Berliner TSC kann man das machen hier in der Landsberger Allee, in der Sprunghalle. Und da gibt es eine Freizeitgruppe, die trainiert immer dienstags von 18 Uhr. Und dort kann man sich anmelden und ein Probetraining absolvieren oder mal das versuchen. Die 16-Jährigen sind dabei, aber auch 40- und 50-Jährige noch. Vielen, vielen Dank, Delia. Und die ganz jungen Springer in Spee, die gucken noch bitte bei uns im RBB-Text nach. Da haben wir alle Kontakte zum Berliner TSC auf der Seite 358. Und Sie können sich diese Sendung auch noch mal ganz in Ruhe online anschauen auf unserer Kurz vor 5 Homepage. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine richtig schöne Woche. Machen Sie es gut.